Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhner aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Okay, das heißt, wir hatten uns 4 aus der vorigen Runde ausgespart. Wir haben jetzt wieder einen mehr gekriegt. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf 19. Das ist ganz schön. Mal kurz die Problemchen durchgucken. Die wettbewerbsunfähige Wirtschaft geht ein Stück runter. Das ist schön. Die überfüllten Krankenhäuser. Oh, der Trend abwärts geht weiter. Super. Dann die Asthma-Epidemie. Ein kleiner Knick wieder nach unten. Das stimmt mich doch zuversichtlich. Dann Fettleibigkeit ist auch auf einem Abwärtstrend. Kontinuierlich auf einem Abwärtstrend. Der Alkoholismus ist auch kontinuierlich auf einem Abwärtstrend. Ah, das kostet uns wahnsinnig viel. Also das ist genau richtig. Organisierte Kriminalität hat einen ordentlichen Schlag nach unten gekriegt, weil wir letztes Mal auch den Geheimdienst hochgesetzt haben. Und wir haben das Zeugenschutzprogramm. Ich hoffe, das geht weiter runter. Die Straßenbanden gehen leicht wieder hoch. Interessant. Und Ghettoisierung stagniert immer noch. Aber Mieten waren ja angekündigt, dass wir uns mal darum kümmern. Weiß nicht, ob das einen direkten Einfluss darauf hat. So. Ja, auch nicht. Ich würde jetzt mal. Nee, wo war denn das? Das ist das Kabinett, da sollten wir uns auch nochmal drum kümmern. Hier wollte ich mal drauf gehen. Unsere Zustimmungswerte sind. Na, das sind nicht Zustimmungswerte, das sind unsere Mitglieder. Unsere Mitgliederzahlen und unsere Aktivistenzahlen sind gestiegen. Das ist schön. Und von unserer Oppositionspartei sind einige runtergewandert. Also wir vereinigen hier schon sehr, sehr viele fanatische Supporter. Und ich wollte auf jeden Fall in Fundraising reingucken. Und da sieht so aus, dass also ich sehe hier keinen Graphen, der die Spender anzeigt. Hier unten haben wir, der hier ist nicht so super zufrieden. Er ist Patriot und Sozialist. Die anderen sind die sehr zufrieden. Bitte? Die Sozialisten mögen uns gerade. Also die haben alle ihre Sympathien im sozialistischen Bereich. Ja, ja, stimmt. Ja, und bei Patrioten, wir haben die Königsfamilie kritisiert, was wahrscheinlich nicht gut bei ihm angekommen ist. Da ja, würde ich. Anders gesagt, wir haben kurz erklärt, dass wir ein Rechtsstaat sind. Das stimmt. Gucken wir mal auf unsere Wahrnehmung. Wir sind vertrauenswürdig plus 8. Eine starke Führungspersönlichkeit plus 0. Und mitfühlend und wohlmeinend plus 5. Tja. Ja, das ist doch erstmal nicht schlecht. Genau. Was machen wir als erstes? Könntest du uns noch mal kurz den Trend der Weltwirtschaft zeigen? Na die ist klar. Ja gerade im Abwärtstrend. Ja, Global Economy ist hier. Hier haben wir angefangen, die Regierung zu übernehmen. Und tja, so ist es halt manchmal. Wir sind Defizit. Wir waren die Runde davor 24,5. Jetzt sind wir bei 25,3. Na, Geld verdienen wäre schon gut. Ja, ne? So. Und da ist jetzt die Frage, ob wir kurzfristig Geld verdienen wollen oder ob wir einfach sagen, lass uns die Wirtschaft jetzt mal so ein bisschen nachhaltig umbauen. Wenn die Weltwirtschaft wieder nach oben geht, kriegen wir einen Boost. Und wenn wir sie nachhaltig umbauen oder langfristig umbauen, wäre die Frage, in welche Richtung. Ich sehe gerade im Chat, man sieht es nicht im Graph, sondern im Kuchenstück. Das würde ich einmal kurz nochmal bei Fundraising. Ah, hier. Ich habe es falsch gelesen. Hier auf der rechten Seite. Hier werden uns nur die Mitglieder angezeigt. Herzlichen Dank für den Hinweis. Der alleswissende Chat, auf ihn ist Verlass. Die Spender, das ist unser Spenderanteil. Ach nee, wir sind die Romians. In grün. Ja. Unser Spenderanteil ist 66%. Das ist schön.
Ich würde gerne wissen, in welche Richtung wir unsere Wirtschaft entwickeln wollen. Aber sagen wir, machen ähnlich wie bei Democracy 3 gemacht haben, so eine ökologisch-soziale Umbaugeschichte. Oder ob wir hier einen anderen Weg gehen wollen, einfach um mal zu sehen, wie es aussieht. Wenn wir uns mal angucken, wie unsere Zustimmungswerte sind, um da auch mal so einen Blick drauf zu machen. Wir haben sehr, sehr viele sehr viele Kapitalisten hier von der vom Teil der also zum, vom Anteil der Personen, die involviert sind. Ja, also aus alle sind sehr, sehr viele eine kapitalistische Denkweise. Ich weiß aber nicht, ob wir da, ob wir deswegen dort jetzt anfangen sollten, Politiken, die in die Richtung gehen, zwangsläufig zu umarmen. Ja, gucken wir uns mal an, was es für Wirtschaftsförderungssachen gibt. Weil ich finde es jetzt gerade, wenn die Weltwirtschaft am runtergehen ist, dann machen wir Schulden, aber so gut wie jeder andere tut das auch. Wenn die Weltwirtschaft wieder hochgeht, gehen hoffentlich unsere Einnahmen hoch. Und wenn wir dann jetzt Sachen aktivieren, werden sie eine Wirkung zeigen. Das ist zumindest die antizyklische Hoffnung. Das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon. Man muss es nicht so machen, aber man kann es so machen. Genau. Antizyklisch war auch beim letzten Mal, weiß ich noch, auch eine laute Forderung, nicht eine laute, aber eine Forderung, die auch im Chat laut wurde. Aber dann würde ich doch sagen, schauen wir mal auf die Wirtschaft. Und wir haben hier sehr, sehr viel mit unseren 19, was wir machen können. Verbannen von Antibiotika für die Landwirtschaft. Ist jetzt nicht so direkt... finde ich jetzt grundsätzlich gut. Ja, ja. Weil wir bisher versucht haben, die Nahrungsmittel halbwegs in einer guten Qualität an unsere Bevölkerung zu geben. Insofern wäre das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich weiß auch nicht, inwieweit sich das noch auf andere Bereiche wie Gesundheit oder Landwirtschaft oder sowas auswirkt. Ja. Grundsätzlich finde ich das aber gut. Ja, ist halt relativ teuer. Wenn wir das einführen, dann haben wir wahrscheinlich wenig anderes. Ich würde tatsächlich, wenn wir in einer Krise sind, wo ich da jetzt gerade drauf gucke, in einer Krise sind, dass wir vielleicht gucken, ob wir wieder Dinge verstaatlichen, also den Anti-Thatcher. Ja, also verstaatlichen kann man das. Die Frage ist, kommen wir es besser als die Privatwirtschaft? Ja. Das ist so. Kann man alles machen, klar. Ich weiß nicht, was wir davon besser könnten als ein privates Unternehmen, das wir im Zweifelsfall auch noch regulieren können. Mhm. Ich wäre bei allen Sachen der Daseinsvorsorge, da würde jetzt mein Herz schlagen, also sprich Wasserversorgung und Co., das nicht privatisiert zu haben. Bei anderen Sachen müssen wir tatsächlich nochmal neu diskutieren. Und es gibt Sachen, die sind nicht verstaatlicht und über die diskutieren wir jetzt. So, also quasi da draußen, wenn wir nicht gerade spielen. Ja. Digitale Infrastruktur, wem gehören die Netze und wer hat dafür bezahlt und so. Das sind genau so Debatten. Ich finde die regionale Entwicklung grundsätzlich gut und auch die Unterstützung für die kleinen Unternehmer. Also mein Herz schlägt einfach bei kleinen Unternehmen. Also Rural Development Grants, also die ländliche Entwicklung. Das würde gut passen zu dem Remote Working Projekt. Das stimmt. Das stimmt. Das ist auf Linie mit dem, dass wir von zu Hause arbeiten lassen. Dann sollten wir, wenn die Leute zu Hause bleiben, auch dafür sorgen, dass sie quasi auf dem Land, wenn sie dann vom Land aus arbeiten, dort auch die Gebiete entwickelt sind und es nicht einen Trend zur kompletten Urbanisierung gibt. Genau, und was ich hier ganz schön finde, auch im Vergleich zu Democracy 3, es ist nicht mehr so, dass die regionale Entwicklung sich nur auf Landwirtschaft bezog, sondern hier geht es augenscheinlich auch um andere Leute, die im ländlichen Raum wohnen. Es gibt also auch die Erkenntnis, dass es nicht nur Landwirte auf dem Land gibt. Schön. Ja. Ja. Also das finde ich gut und das darunter die Small Business Grants. Wir können uns davon nur eins leisten. Wir haben 19, das hier kostet 13, das hier kostet 10.
dann bin ich für die... Ach, ich bin für beides. Ist mir egal. Eines von beiden. Dann würde ich für die ländliche Entwicklung sein. Ja. Führen wir das mal ein und gucken wir mal. Also 1,5 Milliarden yes. kostet es uns. Die Einnahmen der Armen gehen hoch. Das ist super. Wir wirken direkt auf die Arbeitslosigkeit für relativ wenig Geld. Arbeitslosigkeit minus 7%. Das ist krass. Mhm. Es wirkt sich auf sehr, sehr... Okay, die Benutzung von Autos steigt ein klein wenig. Aber da tun wir ja was gegen. Und hier würde ich sagen, weil das so gut aussieht, würde ich tatsächlich sagen, da würde ich sogar noch ein bisschen hochgehen. Könntest du mal bei 2 Milliarden schauen, wie sich das auf das Bruttoinlandsprodukt auswirkt? Da sind wir dann bei plus 3%. Und bei den Arbeitslosen minus 9,2. Ja, ist doch super. Ich würde es gerne erstmal hier lassen. Wir können es immer noch hochschieben, aber es ist einfach relativ teuer. Ja. Und dass wir uns hier noch ein bisschen Futter lassen. Genau. Für bessere finanzielle Zeiten. Wir müssen erstmal Grundlagen legen. Ja. So. Und die Geschichte mit der Kleinunternehmerförderung, die würde ich mir gerne aufheben. Ja. Die nächste Runde, oder? Ja. Das können wir. Ach, und das mit unseren Ärzten. Die sind noch kurz davor zu streiken. Irgendwas war doch mit unserem medizinischen Personal. Ja, genau. Wir können es noch mal angucken. Hier Situation imminent. Die Löhne sind ein auslösender Faktor und die Berufsgewerkschaften treiben das ein wenig nach oben negativ, also vermindernd, dass es weniger Streiks gibt, wirkt der staatliche Gesundheitsdienst, dann die Arbeitsgesetze und vor allem die Arbeitslosenzahlen, interessant, wirken sich negativ, also vermindernd auf die Situation Dr. Strike aus. Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Jetzt habe ich gerade einen Knoten im Kopf, glaube ich. Nee, ich glaube, man könnte sich so erklären, dass wenn du relativ viele Arbeitslose hast, heißt das auch, dass du eventuell Arbeitslose aus dem medizinischen Bereich und dementsprechend auch Ärzte hättest. Ja. Und das sorgt dafür, dass man vielleicht nicht so sehr streikt, weil wenn es genug auf dem Arbeitsmarkt geben würde, könnte man, also das wäre jetzt so, wie ich es mir erklären würde. Okay. Ja. Was gibt es für uns irgendeine Einflussmöglichkeit auf den Gesundheitssektor und Löhne oder so? Wir können ja mal bei den Löhnen direkt gucken, welche Möglichkeiten wir haben. Das ist ein blaues Feld, da haben wir nicht direkt, aber es wird beeinflusst vom Bruttoinlandsprodukt. Der Immigration, die sorgt dafür, dass die Löhne runtergehen. Die Arbeitsgesetzgebung. Wir haben ein Gesetz für Mindestlohn, die Lohnsteuer und die Arbeitslosigkeit sorgt dafür, dass die Löhne niedriger sind. Was haben wir denn für Arbeitsgesetze? Dass unsere Arbeitsgesetze sich negativ auf den Lohn auswirken. Wir sind balanced im Moment. Labor Laws sind im Prinzip Beschränkungen, dass Arbeiter streiken können. Die Kapitalisten argumentieren, dass solche Restriktionen wichtig sind, damit Arbeiter an Schlüsselstellen nicht die das Land als Geisel halten können. Aha. Okay. Was machen wir jetzt damit?
Ich würde es gerade gar nicht großartig anfassen wollen. Ja, wir haben auch kaum Kapital dafür, dass wir es hochschieben können oder runterziehen können. Also wir können es ein klein wenig erniedrigen, aber ich denke auch, das ist nicht der richtige Hebel für das, was wir machen wollen. Ich denke auch. Also wir können uns das später nochmal angucken, aber jetzt gerade wüsste ich nicht, wie wir das in unser Drei- oder Viereck einbauen sollen, um da hinzukommen, wo wir eigentlich hinwollen. Ja. Was haben wir denn hier noch? Ja, Gesundheitssystem könnten wir uns angucken, ne? Mhm. Also das staatliche Gesundheitssystem ist wahrscheinlich hier. Wir haben das relativ hoch finanziert, also wir geben dafür 34 Milliarden aus. Das Einzige ist, wir könnten es tatsächlich etwas erhöhen, aber dann geben wir, also wir gehen dann direkt ein paar mehr Milliarden aus, um hier ein bisschen was besser zu machen. Ja, schlussendlich müssen wir es eigentlich schaffen, dass weniger Leute darauf angewiesen sind, im Krankenhaus zu sein, damit wir unsere Krankenhäuser entlasten. Also so die Geschichte mit der Asthma-Epidemie oder mit dem Übergewicht, das sind ja alles Sachen, die schlussendlich dazu führen, dass Leute mit einer höheren Wahrscheinlichkeit später mal im Krankenhaus sind. Also Leute, die gesund leben, sich gesund ernähren oder wie auch immer. Ja. Insofern, glaube ich, wäre das nochmal ein guter Hebel. Also die Gesundheit an sich? Die Gesundheit an sich, weil ich wüsste jetzt, wir können natürlich jetzt noch mehr Geld in dieses System reinballern, aber wenn wir die Probleme, die unten drunter liegen, warum die Leute überhaupt da ins Krankenhaus müssen, nicht lösen, haben wir auch nichts bekommen. Ja, aber hier an der Gesundheit haben wir jetzt wirklich auch schon durch sehr, sehr viele Sachen angefangen, die nach oben zu treiben. Es dauert wahrscheinlich auch alles einfach. Ja, einiges davon ist noch quasi gerade im Entstehen. Noch dabei, einen Effekt überhaupt zu zeigen. So, womit könnten wir denn die Ärztinnen und Ärzte noch glücklich machen? Oder glücklicher machen, damit die uns nicht streiten? Ja, gehen wir nochmal auf die Situation. Können wir die Löhne erhöhen? Ja, das sagte ja, das ist jetzt hier, das ist ein schwerer, wir könnten uns die Lohnsteuer angucken. Vielleicht könnte man mit der Lohnsteuer ein Stück runter, aber da weiß ich nicht, wie viel Geld uns dann verloren geht. Na, und was also, uns das bringt. Wir könnten, wenn wir um 4,5 Milliarden unsere Einnahmen durch die Lohnsteuer senken, dann machen wir es an der nicht wettbewerbsfähigen Wirtschaft, senken die um nur 0,7. Wir nehmen die Auto die und wir sorgen dafür, dass die Löhne im Prinzip steigen um 0,9. Aber dafür sind mir 5 Milliarden ganz schön viel. Ich finde es schade, dass sich das nicht weiter auswirkt auf die mittleren Einkommen. Da hatte ich ein bisschen drauf gehofft, ehrlich gesagt. Ja. Was haben wir denn noch? Wir haben ja noch genug Probleme. Ja. So ist ja nicht. So ist nicht, nee, das stimmt. Ja, wir könnten noch mal... wir könnten bei... der Ghettoisierung gucken, was wir hier haben. Das ist alles begünstigt durch Racial Tensions, also ethnische Anspannungen. Wir könnten ein paar Antidiskriminierungskampagnen noch fahren, gerade auch in Unternehmen. Weil momentan scheint ja ein Problem die Zuwanderung zu sein. Jetzt könnten wir versuchen, die Zuwanderung zu stoppen, aber wir wissen aus der Geschichte, dass das ein bisschen schwierig ist. Also können wir doch dafür sorgen, dass die dann eher Teil des Systems werden. Oder in diesem System sind. Ja, wahrscheinlich hier Public Services. Das hier würde auch die Wirtschaft stärken direkt mal.
Also würde auf jeden Fall unsere Bevölkerung darauf vorbereiten. Das finde ich super. Und die Cyberbullying Awareness Campaign weiß ich nicht, aber dieses Foreign Language Ding, glaube ich, wird gut sowohl für die Wirtschaft als auch für Tourismus und so. Das stimmt. Also Tourismus als Wirtschaftszweig. Ja. Und es kostet uns nicht viel. Ja, dann würde ich das doch direkt mal einführen. Das gefällt mir auch. Ja, Bildung ist super. Bildung ist super, genau. So, was haben wir hier? International Trade geht erstmal direkt hoch, aber sehr langsam, 24 Quartale. Auch die Außenbeziehungen geht hoch. Die ethnischen Spannungen gehen runter um 0,66%, immerhin. Bildung geht hoch, Investitionen aus dem Ausland geht hoch, Tourismus geht hoch, Meinung der Jugend geht hoch. Und zwar nicht zu knapp hier, aber auch langsam. Und Patrioten finden es nicht so toll, Kapitalisten finden es gut. Sehr gut. Also es ist was wir gut finden und die Kapitalisten finden es auch super. Ja. Da würde ich sogar noch ein bisschen intensiver investieren. Ja. Da hätte ich jetzt gesagt. Guck mal, was das ausmacht. Wahnsinn. Oh ja. Boah. Krass. Dann finde ich, können wir dann auch langsam die ländlichen Regionen mit fördern, damit die auch was für den Tourismus haben. Ja, ich würde es jetzt mal so auf 66 Millionen oder noch höher. Ach nö, das finde ich schon gut so. Wie gesagt, mehr Geld können wir immer ausgeben. Das stimmt, wir können es immer noch anpassen und es wird uns ja auch angezeigt, wenn wir das nochmal anfassen können. Also genau. Änderungen machen. Jetzt haben wir nur noch einen, dann nehmen wir den mit in die nächste Runde, denke ich, ne? Nicht gut. Also. Wir könnten übrigens auch mal schauen für die Patrioten, um die ein bisschen glücklich zu machen. Vielleicht gibt es ja irgendeinen royalen Feiertag oder so. Das stimmt. stimmt. Der tut uns nicht weh, und die freuen sich. Okay, so, jetzt haben wir erstmal hier unsere Kreditwürdigkeit wurde nach unten korrigiert. Our current credit rating is BB. Oh, das ist sehr schlecht, oder? Für ein Erste Weltland? Ist BB ganz schön hardcore, aber ich kenne mich da gar nicht aus. Also ich dachte irgendwie, AAA ist so das, was die meisten G7-Staaten oder G8-Staaten haben. G7, G8 ist vorbei. Okay. Wäre Russland nicht in der Ukraine einmarschiert oder so, aber also in der Krim, Ja. dann ansonsten hätten wir noch eine G8. Du, ich weiß es gar nicht, ja, ich glaube AAA, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade irgendwer erfüllt, so in Zeiten der Pandemie. Stimmt. Aber es ist halt so, jemand hat festgelegt, dass wir höhere Zinsen für unsere Kredite zahlen müssen. Da müssen wir jetzt durch. Tja. Und die Weltwirtschaft Wird auch zusammen wieder. absinken. Ja, ist jetzt halt so. Ja, wird wieder besser. Genau, wird wieder besser. So, und jetzt haben wir auch noch eine Forderung von einem Spender. Oha. Einer eurer Hauptsponsoren, Ted Wilson, besteht darauf, eine bestimmte Politik einzuführen. Wenn man das verweigert, dann wird er seine finanzielle Unterstützung zurückziehen. Während wir darüber nachdenken, möchte ich kurz hinweisen, dass Ja. hier unten ein Zitat von Alexandria Ocasio-Cortez eingeblendet ist, aktuell Mitglied des Repräsentantenhauses in den USA. Finde ich auch ganz schön. Also es ist sehr aktuell, das Spiel. Ja, letztes Update vom 12. August. Und ja, die Zitate sind mir auch schon mal aufgefallen. Schön, dass du es ansprichst. Also da sind auch wirklich einige Head-Scratcher dabei. Definitiv. Und so also einige Sachen, wo wir eigentlich das Spiel kurz unterbrechen könnten und dann noch mal eine halbe Stunde darüber diskutieren. Das können wir jederzeit machen. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir können ja noch eine Extended Version machen, wo wir uns dann genau solche Sachen am nächsten Tag noch mal vornehmen bei Tageslicht und das noch mal ausdiskutieren.
Okay, die Mann vom Donner. Vom Donner. Wie sieht denn das aus? Ich weiß nicht, wie du das siehst oder die Leute im Chat. Wie sehr wollen wir uns abhängig machen von einzelnen ProtestspenderInnen? Ich würde jetzt sagen, also Abhängigkeit ist so eine Sache. Tatsächlich ist so eine Abhängigkeit, finde ich erstmal, also erstmal, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oh Mann, nee. Grundsätzlich nee. Aber er fordert kostenlose Augenuntersuchung. Mhm. Was jetzt erstmal nicht schlecht ist. Ja, ja, und jetzt ist halt genau das die Frage, bis wohin lassen wir das gehen? Also jetzt geht es los mit einem kostenlosen Test für die Augen. Ist ja nichts dagegen zu sagen, aber was ist die nächste Runde, wenn wir jetzt sagen, wir machen das? Also was mich hier stört, ist dieses von vornherein die Konsequenz, wenn du das nicht willst, ist der weg. Und so. Man könnte ja wenigstens probieren, uns davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist, aber das fühlt sich gerade eher an die Erpressung. Ja, ein Stück weit. Das stimmt. Der Chat sagt gerade, Abhängigkeit ist doof, aber die Forderung ist okay. Bei der Forderung mach es und plus eins sehe ich im Chat. Wir können uns erstmal, bevor ich hier unten irgendwas höre, wir können uns erstmal die Politik angucken. Free Eye Tests. Ja. Augenuntersuchungen sorgen dafür, dass man Probleme frühzeitig erkennt und Augentests privat finanziert können sehr teuer sein. Es ist ein Luxus, den manche sich einfach nicht leisten. Und es ist eine Sache, die von den Sozialisten unterstützt wird. Und wir haben ja auch gesehen, unsere Spender sind alle irgendwie auf der sozialistischeren Seite. Das stimmt, aber wir haben halt auch Wählerinnen und Wähler, bei denen das nicht so ist. Also dort müssen wir so ein bisschen die Waage halten, auch wenn ich weiß, dass wir aktuell sehr beliebt sind mit unserer linksliberal-grün versifften Politik, die wir hier fahren. Ja, also an dieser Stelle würde ich sagen, da mir diese Politik jetzt gut gefällt, ist es so, also ich würde die Haltung haben, und natürlich sind wir hier in einer Situation, wo es nicht zwangsläufig mit der realen Welt ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir beide jetzt irgendwo auf einem Empfang sind. Dieser Typ kommt vorbei und bittet uns in ein Hinterzimmer, um mal bei einem netten Getränk mal über die Einführung von einem Gesetzentwurf zu reden. Nein, es ist ein Fenster, was aufploppt. Mit mir würde er das nicht machen. Er würde mit dir ins Hinterzimmer gehen. Wahrscheinlich. Ja, Kumpanei unter Herren, ne? Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe jetzt nicht diese sozialen Abhängigkeiten und diesen Druck, ich habe hier nur ein Fenster, und da fällt es mir leicht zu sagen, da mir die Politik, die er vorschlägt, gefällt, neige ich dazu, sie einzuführen, wenn er das nächste Mal um die Ecke kommt, dass wir bitte die Arbeitssicherheitsvorschriften lockern, dann kann er gehen mit seinen Spendengeldern. Wenn das im realen Leben passieren würde, wäre diese Aussage von mir wahrscheinlich nicht ganz so einfach durchzuhalten. Im realen Leben hätten wir nochmal die Schwierigkeit, dass wir dann gucken müssten, inwieweit es überhaupt mit Parteispenden in dem jeweiligen Staat geregelt ist, in dem wir sind. Ja. In Großbritannien. In Deutschland haben wir eine teilstaatliche Parteifinanzierung. Insofern haben wir hier so ein bisschen diese Abhängigkeit von einzelnen SpenderInnen reduziert. Was nicht heißt, dass es nicht auch trotzdem Verquickungen gibt. Gibt es ja auch immer mal wieder Fälle, die von der Bundestagsverwaltung aufgearbeitet werden müssen. Aber wieder zurück hier zu dem Fall. Ja, wir können das gerne machen. Bei mir ist es ähnlich. Hey, kostenloser Augentest, na klar. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass es sein kann, dass wenn wir jetzt hier einmal Ja sagen, dass das uns immer mal wieder passiert. Und so. Genau, und ich finde auch, also ich sehe jetzt auch den Chat, Optiker lieben diesen Trick. Aber richtig wird angemerkt, kostet aber 8 politisches Kapital, das man womöglich erstmal woanders brauchen könnte. Auch ein guter Punkt, aber ist eine richtige Anmerkung, kostet 8 politisches Kapital. Ich könnte mich auch zu so einer Haltung, ich meine, ich ändere jetzt einfach mal meine Überzeugung, ich könnte mich zu so einer Haltung durchboxen mit, wenn irgendwer ankommt und was von uns will, obwohl er auch wenn er uns Geld gibt,
Dann nö. Könnten wir jetzt einfach mal einfach refuse demand. Also, genau, also das wäre eine Variante. Wir können einfach sagen, nö, machen wir nicht. Wir können auch sagen, wir gucken. Bei jedem Fall, der auftritt, diskutieren wir zwei und hoffentlich auch der Chat mit und dann entscheiden wir gemeinsam. Dann würden wir uns erstmal grundsätzlich es offen lassen. Hier an der Stelle habe ich beispielsweise in dem noch andere Vorschläge gesehen, die ich fast ein Stück, also die ich attraktiver fand als die Augengeschichte. Ja. Aber man kann ja auch mehrere Dinge machen. Also von mir aus können wir es machen. Einführen, sagst du. Oder generell nö sagen. generell offen sein. Ja, ich würde auch es immer angucken, weil jedes Mal, wenn wir darüber reden, merke ich auch, wie mein Hirn einmal durchgeknetet wird und ich dann 2, 3 neue Perspektiven einnehmen kann plötzlich und über Dinge nochmal nachgedacht habe. Ne? Sprechendes Denken ist ja ein stehender Begriff, könnte man sagen. Wir machen das hier gerade dauerhaft. Ja, aber dann würde ich jetzt tatsächlich, weil mir die Augentests ganz gut gefallen, und Sozialisten auch unsere Zielgruppe sind, würde ich tatsächlich jetzt auf Implement Policy as a Request drücken. Wir können dann ja immer noch abstimmen. Ich bin gespannt, wie sich diese Dynamik ändert. Ich wäre auch neugierig darauf, was passiert, wenn wir alle Spender vergraulen, obwohl unsere Umfragewerte hoch sind. Aber ich glaube, jetzt für das Erste würde ich mal so den vorsichtigen Weg wählen. Wir können immer noch eine neue Runde anfangen, wo wir dann mal Arschbombe machen. Ja. Also, implement this policy as a request. Okay, da haben wir sie auch direkt implementiert. Die Armen finden es gut, Kapitalisten nicht so, Sozialisten finden es gut. Die Armut geht runter um 4%. Die Pensionäre finden es gut und die Gesundheit geht langsam hoch, auch um 1,7%. Ja. Würde ich tatsächlich auch in der Mitte lassen. Es kostet uns halt schon ein bisschen was, aber es geht alles. Herrgott, alles gut. Ich würde nur hier anmerken, dass wir langsam mal was für unsere Kapitalisten tun sollten, sonst sind diejenigen, die in unsere Wirtschaft investieren, demnächst wieder weg. Ja, wir können auch hier runtergehen, ein klein wenig, um die Kapitalisten weniger zu ärgern. Das finde ich auch nicht schlecht. Also nur 1% Impact und der Health Impact ist immer noch gar nicht schlecht. Das finde ich gut. Also dann gehe ich mal auf, ich sag mal 90. Mhm. Jo, oh, sogar glatt. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.